herzlich willkommen wieder hier auf meinem Videoblog. Heute mal andersrum. Ihr habt erst ein paar Shootingbilder gesehen, einfach nur um von der Tatsache abzulenken, dass ich heute mal etwas mehr Text habe. Das heißt, ihr werdet weniger Bilder sehen, dafür mehr Infos zu mir bekommen. Um was geht es heute? Ganz einfach. Ich möchte euch mal kurz einen Einblick in meinen Workflow geben, weil da kommen immer wieder die Fragen, wie ist dein Workflow, wenn du fotografierst? Und was mir persönlich ganz wichtig ist, wie speichere ich meine Daten? Das Thema Datensicherung ist ein Thema, was, wie ich bisher festgestellt habe, bei euch nicht allzu intensiv betrieben wird. Also viele machen gar keine Datensicherung, habe ich festgestellt in meinen Workshops. Und deswegen möchte ich hier mal ein paar Hinweise geben, denn verlorene Daten sind auch im Privatbereich nicht wirklich schön. Und deswegen heute ein paar Takte dazu. Doch, wie gehe ich jetzt vor, wenn ich so ein Shooting hatte, wie jetzt hier mit der Heidi, das war schon im Sommer, habt gesehen, die Temperaturen waren noch etwas höher. Ganz einfach, ich fotografiere im Adobe RGB-Farbraum, weil er etwas größer ist für der sRGB-Farbraum und importiere meine Bilder dann in Lightroom. Dort liegen sie also als RAW-Daten vor, in 16-Bit-Farbtiefe und dann nehme ich entweder allein oder zusammen mit dem Modell die Auswahl vor und bearbeite dann die entsprechenden Bilder und diese bearbeiteten Bilder hebe ich auf im Format PSD und zwar inklusive aller Ebenen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich eben danach dann jederzeit noch hingehen kann und einzelne Bereiche verändern kann. Wenn ich alles auf eine Ebene zusammenfasse, kann ich das nicht mehr. Die Dateien werden größer, aber Festplattenplatz ist heute nicht mehr so teuer. Von daher ist dieses ungeschärfte PSD-Datei inklusive aller Ebenen das perfekte Archivformat. Nun, bei mir läuft es so, aber ich habe hier bei mir im Studio einen Datenserver stehen, das heißt, auf meinem Rechner an sich hat nur eine kleine Festplatte und die ganzen Daten werden auf einem Server gelagert. Dieser funktioniert als sogenanntes RAID-System, das heißt, der spiegelt sich selbst. Da werden, wenn eine Platte ausfällt, springt die nächste ein und so weiter. Das heißt, ich habe hier schon eine gewisse Datensicherheit bei mir durch diesen Datenserver. Und dann wird zusätzlich noch, steht ein Zwilling dieses Servers in Frankfurt, einem Rechenzentrum. Und der spiegelt sich jede Nacht sozusagen. Das heißt, ich habe die identische Kopie von meinem Rechner, von meinen Daten nochmal in Frankfurt auf dem Rechenzentrum. Diese Art der Datensicherung ist natürlich für den Privatgebrauch vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Trotzdem ist es auch für euch wichtig, eure Daten zu sichern. Denn bei mir wäre es ein großer finanzieller Schaden, wenn Kundenbilder weg wären. Aber auch bei euch ist es einfach so, dass es ja durchaus Ereignisse gibt, die man nicht mehr wiederholen kann, wie eine Fernreise oder wie eine Hochzeit, wie auch immer. Wenn diese Bilder weg sind, dann lässt sich das halt nicht mehr wiederherstellen. Und der Schaden ist dann vielleicht nicht materiell, aber so doch immateriell relativ hoch. Deswegen kann ich euch nur raten, nehmt euch ein bisschen Zeit und denkt über eine vernünftige Datensicherungslösung nach. Was gibt es für Möglichkeiten? Es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das eine ist eine Speicherung auf einem externen Festplattensystem, ähnlich wie ich es hier mache. Das System kann halt ein bisschen kleiner sein. Oder die Online-Speicherung. Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn ihr hier auf einem physikalischen Laufwerk, also auf einem externen Festplattenlaufwerk speichert, dann ist es wichtig, sollten sich natürlich nicht im gleichen Raum befinden, zumindest im Großteil, also während der Lagerung. Denn wenn mal was passiert, es kann ein Festplattenschaden sein, dann wäre es nicht so dramatisch, wenn aber ein Brand ist, wie auch immer, dann kann durchaus sein, dass es ganz sinnvoll ist, es etwas weiter wegzulagern, dass eben nicht beide Dinge betroffen sind. Eine andere Möglichkeit ist die Möglichkeit der Online-Speicherung. Die Online-Speicherung hat die Vorteile, dass das Ganze permanent verfügbar ist. Ich kann immer darauf zugreifen. Hat natürlich den Nachteil, ich brauche eine relativ gute Datenleitung, um die Daten hochzuladen. Aber aufwendig ist eigentlich nur die erste Sicherung. Wenn die Daten erstmal online gespielt sind, wird immer ein sogenanntes inkrementelles Backup gemacht. Das heißt, es werden nur noch die Daten verändert, die neu hinzugekommen sind oder weggekommen sind. Und die passende Software vorausgesetzt, kann so ein Online-Backup noch ganz andere Vorteile haben. Zum Beispiel ist es möglich, mit der passenden Software hier aus der in der Cloud gespeicherten Daten einen Rechner zum Beispiel komplett wiederherzustellen. Das heißt, ich kann nicht nur die Daten, sondern das komplette Betriebssystem sichern. Und das sind Möglichkeiten, die sehr, sehr gut sind und
um euch das Ganze etwas zu erleichtern, werde ich mit Unterstützung von Acronis euch 4 Softwarepakete Acronis True Image zur Verfügung stellen. Diese gibt es zu gewinnen. Mit dieser Software ist es eben möglich, sowohl Sicherungen auf dem externen Laufwerk zu machen, wie auch in der Cloud, wie auch eine Wiederherstellung des Betriebssystems und so weiter. Also das ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Und was müsst ihr dafür tun? Einfach gar nichts. Einfach mir eine E-Mail schicken an alex@alexanderheinrichs.com mit dem Stichwort Gewinnspiel True Image. Und unter allen Einsendungen werde ich dann diese 4 Softwarelizenzen verlosen. Der Einsendeschluss ist der nächste Freitag. Steht auch nochmal alles hier unter dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß an den Feiertagen. Vielleicht sehen wir uns nochmal vorher. Könnt ihr mal ab und zu hier im Kanal vorbeischauen. Und wie gesagt, denkt dran, denkt mal über das Thema Datensicherung nach. Es wäre ein Jammer, wenn Bilder verloren gehen würden. Deswegen nehmt dieses Thema ernst. Eine Festplatte kann immer mal kaputt gehen. Ist mir auch schon passiert. Deswegen nehmt dieses Thema ernst und denkt mal über das Thema Datensicherung nach. Ansonsten, wir sehen uns dann demnächst hier wieder vom Kanal. Bis dann. Ciao.